Ein blinder Fleck. Das war für den hannoverschen Verkehrsbetrieb Östra bislang die NS-Geschichte des Unternehmens. Das soll sich nun ändern. Am 10. Januar stellte der Östra-Vorstand eine Studie mit eben diesem Titel vor, ein blinder Fleck. Thema: Zwangsarbeit bei der Östra von 1938 bis 1945. Ja, die Östra wird in diesem Jahr 120 Jahre alt und wir haben mal ein bisschen geguckt, also was hat die Östra für eine Geschichte, und da fällt natürlich auf, dass in den bisherigen Recherchen die Nazi-Zeit immer ausgespart ist, und das war Anlass für den Vorstand zu sagen, also wir möchten doch genauer wissen, was ist eigentlich bei der Östra während der Zeit des Dritten Reiches hier in dem Unternehmen passiert. In zugänglicher und anschaulicher Form hat Autorin Janet Freifrau von Stillfried das Thema erarbeitet. Die Regionalhistorikerin forscht seit etlichen Jahren zum Thema Zwangsarbeit in Hannover. Das ist ja beispielhaft, dass sie sich trauen, sozusagen jemanden zu beauftragen und dann auch so ehrlich sind, zu sagen, wir stehen zu diesem Thema, auch wenn es eben wirklich ein sehr schweres Thema ist und wir möchten es auch veröffentlichen. Also das eine ist ja, dass man Dinge erforschen lässt vielleicht, und das andere ist, dass man auch in die Öffentlichkeit geht, ganz offensiv, und sagt, so war es nun mal und ja, wir stehen dazu. Was die Archive hergaben, ist tatsächlich düster und keineswegs rühmlich für das Unternehmen. 788 Menschen arbeiteten nachweislich als Zwangsarbeiter für die Östra. Als Schaffner, Bahnfahrer und Handwerker. Aber auch Gleisbauarbeiten, Winterdienst und andere Schwerstarbeit wurde im Krieg von den Zwangsarbeitern erledigt. Unter ihnen auch Juden, die besonders hart behandelt wurden. Die Östra war ein linientreues Unternehmen. Sie war genauso von Rassenwahn und Führerverehrung durchdrungen wie ihr ganzes Umfeld. Umso erfreulicher, dass das Unternehmen nun den Schritt getan hat, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja, ich sehe das so, und ich glaube, wir alle als Auftakt und hoffen, dass es eine Reaktion gibt, die vielleicht auch heißen könnte, dass noch Unterlagen auftauchen, dass vielleicht noch Zeitzeugen auftauchen. Wir haben uns ja auch bemüht, alles einzuflechten, was da ist, und ja, wir wünschen uns, dass es auch, oder ich wünsche mir ganz speziell, dass es auch Menschen in die Hand nehmen mögen, die sonst nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, denn so habe ich es dann auch geschrieben. Die Östra sieht in der Veröffentlichung auch eine politische Verantwortung für die Gegenwart. Ja, wir werden auf alle Fälle unseren Auszubildenden auch dieses Buch überreichen und versuchen, mit ihnen in die Diskussion zu kommen. Das soll natürlich in der Auseinandersetzung dazu führen, dass die Jugendlichen sagen, ja, nie wieder. Also wir lernen aus der Geschichte, und sowas können wir uns nicht wieder vorstellen in dieser Gesellschaft. Die Studie ist in Hannovers Buchhandlung erhältlich. Ab Februar wird sie ergänzt durch eine kleine Ausstellung zum Thema.